Marc, ich muss dir etwas sagen. Dass du dich wieder beruhigt hast und du mich auf ein Eis anlädst, um dich bei mir zu entschuldigen? Also, ich... Oder dass du deinen komischen Typen endlich zum Teufel gejagt hast und mir recht gibst, weil ich so klug bin und es dir von Anfang an gesagt habe. Ich habe Ben schon wieder nicht getroffen, aber diesmal war es meine Schuld. Ich habe nicht gewusst, dass es verschiedene Ausgänge bei den U-Bahn-Haltestellen gibt. Und da habe ich's... Vermasselt heißt das. Ja, ich hab's vermasselt, okay. Und dann war ich ganz durcheinander und ganz traurig. Und deswegen habe ich nicht aufgepasst. Marc, ich habe noch etwas ganz anderes vermasselt. Nun sprich schon, so schlimm kann es nicht sein. Ich habe dein Taxi vermasselt. Was? Ein Taxi kann man nicht vermasseln, sondern höchstens... Mein Taxi? Was hast du gemacht? Ich bin hineingefahren. Ja, aber es ist nicht so schlimm. Es hat nur eine Beule oder einen Kratzer an der Seite. Oder mein Taxi wie sagt man? Mein Taxi ist verkratzt und verbeult. Was soll ich meinem Chef sagen unter Versicherung? Ja, aber das Fahrrad hat es nicht so gut überstanden. Kein Wort zur Rede. Wieso? Du hast mir doch gesagt, dass er mir sein Fahrrad gerne leiht. Und dann muss ich ihm ja auch sagen, dass ich es kaputt gemacht habe. Sagen wir so. Er weiß gar nicht, dass er dir sein Fahrrad geliehen hat. Aber du hast doch gesagt, ich soll das so machen. Ich hab gedacht, er merkt es nicht. Ah, hallo. Hier seid ihr. Was ist denn mit euch los? Na, eure Sorgen will ich aber nicht haben.